Am Anfang war der Fluss, sagte man uns. Heute ist Oldenburg eine Großstadt mit über 150.000 Einwohnern. Spurensuche. Im Staatsarchiv fanden wir ein Buch, in dem der damalige Archivar Dr. Kohl schreibt: Graf Christian von Oldenburg, der 1448 zum König von Dänemark und 1460 zum Herzog von Schleswig-Holstein erwählt wurde, ist der Begründer der dänisch-holsteinischen Linie des Gesamthauses. Von diesem gelangte das Haus Holstein-Gottorp 1762 mit Peter III. Auf den russischen Kaiserthron. Und wen kennen die Oldenburger von ihren Vorfahren? Anton Günther. Irgendwie so Großherzogin Elisabeth oder irgendwie so? Peter Friedrich Ludwig. Das hat Kranich, genau. Das Kranich ist das, ja, ja. Amalie und Cecilie. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Muss ich passen. Das ist zumindest ein Anfang. Auch Straßennamen können Geschichten erzählen, zum Beispiel die Schleusenstraße. Hier gab es mal eine Schleuse im Verlauf des ersten Kanals, dem Hunte-Ems-Kanal. Diese Aufnahme entstand 1910. Der Kanal wurde mit dem Bau des Küstenkanals in den 30er Jahren entbehrlich und zugeschüttet. Ewigkeit. Hier und hier sollen die Galgen von Oldenburg gestanden haben. Und die Mühlenstraße? Seit dem 16. Jahrhundert wurde in dieser Wassermühle das Korn für die Mehlversorgung der Stadt gemahlen. Im Mai 1886 wurde die Hunte-Mühle an der Mühlenstraße stillgelegt und abgerissen. Und weiter geht's. Offensichtlich gab es in Oldenburg mal einen Festungsgraben. Und einen Wall. Und wo ist die Burg? Wo ist die Burg? Das ist eine gute Frage. Die Burg? Oldenburg. Die Burg. Das Schloss kann ich Ihnen sagen, aber nicht die Burg. Die war hier vorne mehr, wo sie die Burgstraße am Rathausplatz. Da in der Ecke muss das gewesen sein. Das ist das Schloss, das ist die Burg. Ja, ich weiß wohl, dass da hinten so eine kleine Burg steht oder war, wo die Prinzessin gewohnt hat oder die Tochter von Graf und von Günther. Es gab sie wirklich, die Burg. Wir fanden sie auch als Modell im Stadtmuseum. Es war eine Wasserburg. Und warum stand die Burg genau hier? Auch das haben wir rausgekriegt. Also, wenn man als Kaufmann vor einigen hundert Jahren von Bremen oder Münster nach Norden zu den Friesen wollte, kam man irgendwann an die Hunte. Es gab keine Brücken, aber eine Furt. Das ist eine flache Stelle im Wasser, durch die man von einem Ufer zum anderen kommt. Und genau da hat der damalige Graf seine Burg bauen lassen. Jeder musste nun durch seinen Burghof. Er hatte alles unter Kontrolle. Konnte Zölle erheben, irgendwovon musste er ja leben und im Kriegsfall einfach den Weg sperren. Und wer lebte noch hier?
Die Burg diente nun nicht nur der gräflichen Familie als Wohnung, sondern sie diente als Verwaltungsmittelpunkt einer ganzen Region des Oldenburger Landes, der Grafschaft Oldenburg. Von hier aus wurde die Grafschaft verwaltet und organisiert. Und dieses tat der Graf mit seinen Verwandten nun nicht alleine, sondern er hatte Unterstützung in vielfältiger Form durch Burgmann, Burghandwerker und andere Personen, die nun wiederum nicht in der Burg allesamt wohnten, sondern die sich mit ihren Familien im Schutze dieser Burg im Umfeld des frühmittelalterlichen Dorfes um den Marktplatz herum ansiedelten und so dieses kleinere Dorf des 11. Jahrhunderts, 12. Jahrhunderts zu einem immer größer werdenden werden ließen. Und die alten Grafensiegel sind Zeugen dieser Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 1345, als ein Graf Konrad dem Dorf Oldenburg das Stadtrecht verleiht. Die Oldenburger freuen sich. Der Freibrief beginnt in dem Namen Godes Amen und räumt den Ratsherrn erstmal ihr Recht in allen Stücken ein. Doch eines ist klar, der Graf gibt kaum etwas von seiner Machtposition auf. Eine zu große Selbstständigkeit der Stadt wird von vornherein verhindert. Es heißt, ferner soll sich die Stadt nicht verbinden, weder brieflich noch eidlich, mit keinen Landesherren oder Städten, sondern immer bei uns und unseren rechten Erben bleiben. So bleibt Oldenburg die Mitgliedschaft zur Hanse versperrt. Doch alles in allem erweist sich die Verleihung des Stadtrechtes als eine gute Sache. Man hofft auf wirtschaftlichen Aufschwung. Der Graf verpflichtet sich, die Hunte und die nach Oldenburg führenden Wege von Räubern freizuhalten. Reisende und Kaufleute sollen ohne Behinderungen in die Stadt kommen und hier ihren Geschäften nachgehen, denn das bringt Geld. Zum Schutz nach außen lässt der Graf eine Mauer um die Stadt bauen. Die Erwartungen erfüllen sich. Viele Menschen ziehen nach Oldenburg. Sie wollen als Bürger der Stadt unter dem Schutz des Stadtrechtes und der neuen Befestigung ihrem Gewerbe nachgehen. Bald werden die ersten Handwerkerzünfte ins Leben gerufen, die in Oldenburg Ämter heißen. Die Ratsmannen der Stadt Oldenburg verleihen den Bäckern da selbst ein Amt, steht in dieser Urkunde. Das war 1362. Es folgen die Schmiede, die Gewandschneider und die Schuhmacher. Kurz gesagt, es geht den Oldenburgern gut. Die Kirche stiftet die Gertrudenkapelle. Die Heiligengeistkirche hat einen Turm bekommen, den Lapan. 3 Jahrhunderte vergehen. Dann regiert im 17. Jahrhundert Graf Anton Günther. Ihm haben wir es übrigens zu verdanken, dass wir die Burg nicht fanden. Sie gefiel ihm nicht mehr und er ließ einen Teil davon zum Schloss umbauen, im damals modernen Barockstil. Und da ist auch der Kranich, das Lieblingspferd des Grafen. Es soll einen 9 Ellen langen Schweif gehabt haben, was man sich nicht so recht vorstellen kann. Tatsache ist aber, dass Graf Anton Günther Pferde züchten ließ und das mit großem Erfolg. Auch im Ausland waren die Oldenburger bekannte und gefragte Pferde. Oft hat der Graf auch welche verschenkt, um auf diplomatischem Wege seine Ziele zu erreichen. Überlange Mähne und Schweif werden als Zeichen besonderer Kraft hoch geschätzt. Der Kranich gilt als die Verkörperung oldenburgischer Pferdezucht. Der 30-jährige Krieg tobt in Europa. Graf Anton Günther versucht, politisch möglichst neutral zu bleiben. Die Lage spitzt sich zu, als Feldherr Tilly mit seinen Soldaten in Wardenburg liegt und durch Oldenburg nach Norden ziehen will. Das bedeutet für die Stadt Plünderung und Verwüstung. So geht Graf Anton Günther zu Tilly und verhandelt mit ihm. Er bietet ihm Pferde, wie viel weiß man nicht, und der Handel klappt. Tilly zieht ab. Während andere Städte von Krieg und Elend heimgesucht werden, geht es den Oldenburgern gut.
Die Frau des Grafen lässt sich zu ihrem Vergnügen einen Lustgarten anlegen, außerhalb der Stadtmauern in Osternburg. Sie nennt ihn Wunderburg. Man baut ein neues Rathaus. Davor werden Märkte veranstaltet. Dies ist die Geburtsstunde des Kramermarktes. Seit längerem wütet die Pest in Bremen und Ostfriesland. Nun greift sie auch auf Oldenburg über. Sofort erlässt der Graf eine Pestordnung, um Schlimmstes zu verhindern. Das pestilenzalische Gift schleichet an keinen Örtern lieber ein und setzt sich fest, als die stinkend faul und unsauber sein, am allermeisten aber an Örtern, da man mit Schweinen, altem Schmer, Butter, Seife, Hanf, Flachs, Wolle und dergleichen leicht faulenden Sachen umgeht. Doch es hilft nichts. Wöchentlich sterben 30 bis 40 Menschen. Sie werden auf dem Pestacker außerhalb der Stadt am Ziegelhof verscharrt. Während dieser schrecklichen Zeit stirbt Graf Anton Günther. In einem Gewölbe unter dem Altar der Lamberti-Kirche wird er beigesetzt. Ganze Königreiche, aber auch Grafschaften werden nach dem Tod des jeweiligen Herrschers an erstgeborene Nachfahren vererbt. Graf Anton Günther hat keine ehelichen Kinder und so erbt der nächste männliche Verwandte. Der ist zufällig König von Dänemark und so wird Oldenburg dänisch. Einen Monat später schlagen bei einem Gewitter gleichzeitig drei Blitze ein. Die eng bebaute mittelalterliche Stadt steht in Flammen. Der Prediger Eilhard Thalen zu Blankenburg berichtet: Gleich hörte man die Glocke läuten. Es war viel Rennen und Laufen, aber wenig Hilfe und Rettung. Das Feuer griff dermaßen um sich, dass auch der starke Regenguss wenig oder nichts löschte. In kurzer Zeit sah man die ganze Stadt in vollen Flammen stehen und die Einwohner gleichsam als in einem babylonischen Feuerofen eingeschlossen. 700 Häuser und 230 Hinterhäuser verbrennen. Über 3000 Menschen werden obdachlos. Es gibt keine Versicherungen. Den Menschen fehlt das Geld, ihre Häuser wieder aufzubauen. In Scharen verlassen die Oldenburger ihre Stadt und ziehen oft zu Verwandten aufs Land. Die Hausstellen bleiben verwüstet zurück. Das Schloss verfällt. Viele Kunstschätze werden nach Dänemark geholt. So auch das Wunderhorn. Vorschriften und Verordnungen der dänischen Regierung reglementieren das Leben der Oldenburg. Nur allmählich kehren die Menschen zurück. Der Wiederaufbau wird von Dänemark nicht unterstützt und dauert Jahrzehnte. Erst 60 Jahre nach der Brandkatastrophe lässt König Christian das Schloss renovieren. Oldenburg ist für Dänemark nur als militärischer Vorposten interessant und so wird die Stadt kurzerhand zur Festung ausgebaut. Die Oldenburger müssen viel Geld dafür bezahlen, Menschen aus dem Umland werden zum